mit euch kurz über die angezogenen Arme oder die sogenannten Chicken Wings im Golfschwung sprechen. Und zwar einfach nur eine einfache, simple Erklärung. Es gibt auch eine längere, komplexere, aber ich würde es einfach jetzt mal simpel halten und euch erklären, was da das Hauptproblem an der Sache ist. Reden wir mal von Leuten, die keinen Chicken Wing haben. Wer sind das? Das sind sicherlich hundertprozentig mal Golfprofis. Wie stehen die im Treffmoment da? Die sehr typisch ist, man sieht, dass ihr Becken ja, ca. 45 Grad gedreht ist. Man sieht, dass ihr Oberkörper ca. 30 Grad im Treffmoment schon gedreht ist, wenn sie überhaupt zum Ball kommen. Die Arme sind in dieser Phase im Streckungsprozess. Ja, also sie kommen von einer leicht gebeugten Position in eine gestreckte Position, wenn sie ungefähr hier sind. Ja. Das ist, wenn man keinen Chicken Wing hat. Ja. Wenn man einen Chicken Wing hat, bedeutet das, dass man meistens von einer gestreckten Armposition in eine gebeugte Armposition kommt. Also genau der umgekehrte Prozess. Warum ist das so? Weil viele Amateurgolfer einfach nicht diese Positionen erreichen, die Profigolfer erreichen. Und zwar, sie sind bei Weitem nicht so viel gedreht und speziell mit dem Oberkörper noch nicht so viel gedreht. Es wird immer von Becken gesprochen die ganze Zeit, wie viel das gedreht wird. Das wissen viele Amateure, aber was viele Amateure nicht wissen ist, dass ihr Oberkörper auch fast 30 Grad gedreht sein sollte, sofern man das natürlich physisch kann. Und jetzt möchte ich euch zeigen, was dann das Problem ist, wenn der Oberkörper nicht dreht. Und zwar, das Problem ist, machen wir es mal richtig, okay? Ich bin jetzt hier, das schaut gut aus, oder? Arme sind noch gestreckt, ich bin gedreht. Jetzt gehe ich mal her und drehe meinen Oberkörper zurück. Okay, und jetzt ist mein Oberkörper nicht gedreht. Und jetzt möchte ich meinen Arm hier strecken und jetzt komme ich gar nicht hin zu meinem Griff, seht ihr das? Und jetzt muss ich den Arm einziehen, dass ich überhaupt daherkomme. Das heißt, um überhaupt schwingen zu können, ohne Körperdrehung, kann ich das nur erreichen, wenn ich eben Chicken Wings mache. Das heißt, ihr braucht eine gewisse Art von Oberkörperrotation, damit ihr das schafft. So, und ich gebe euch eine kleine Übung dazu. Das ist jetzt keine Hexenübung. Ja. Das ist, ich nenne sie immer die 9-to-3 oder 9 Uhr bis 3 Uhr Übung. Und bei der 9 bis 3 Übung, oder man sagt auch dazu halbe Schwünge, ist, dass man hier her schwingt bis zur Hälfte. Das sagt, das ist der Uhrzeiger. Also man hat hier 6 Uhr, 9 Uhr, 12 Uhr, 3 Uhr, 9 Uhr, 3 Uhr, deswegen 9 bis 3, 9, 2, 3. Und das ist der Zeiger. Man zeigt hierher auf 9 Uhr, trifft den Boden und geht auf 3 Uhr. Und in dieser Phase versuche ich drei Sachen zu machen. Nummer 1. Ich versuche, dass das Griffende so weit weg ist von mir, wie es nur möglich ist. Nummer 2, ich versuche die Ellbogen so nah beieinander zu haben, wie es nur möglich ist. Und Nummer 3 ist, ich möchte, dass der Schläger noch nicht hinauf zeigt, sondern noch ein wenig, zumindest gerade oder leicht hinunter zeigt. Wenn ihr diese drei Sachen schafft, also weit, eng und runter, habt ihr keinen Chicken Wing mehr. Das heißt es noch lange nicht, dass ihr das in einen vollen Schwung schafft, aber ich glaube, dass es einmal sehr gut ist, um die Struktur zu verstehen und um die Basis des Schwungs zu verstehen. Weil wenn ihr das wirklich schafft, hier den Ball zu treffen mit dieser Bewegung, verspreche ich euch, dass euer Oberkörper schon etwas offen hinzeigt und dass ihr am besten Weg seid, den Chicken Wing loszuwerden. Das war Christoph Pausig von Progressive Golf. Einfach besser Golf spielen und wir sehen uns. Baba.